Oder was? Ja. Ach so, okay. So, dass wir dann im Prinzip hinten saßen und... Ja, den einfach. Mikrofon muted. Ohne, dass wir alleine machen mussten gegen die Kür. Ich verstehe. Habt euch sehr gut gehalten. Ein Lob an die Artillerie für diesen... Ja. Ja. Stand. Was denn, weiß ich nicht, aber für diesen Stand. Okay. Na gut. Wir kommen zu den Jägern. Habt man Nikov? Bitteschön. Ich war nicht da, ich war nur in der letzten Runde da, also bitte Feldwebel Hansel. Ja, aus meiner Sicht auch sehr gut. Sehr gut getroffen, gute Absprache. Vor allem in der ersten Runde, als die Inf uns vor der Kaff gewarnt hat. Ich habe die nämlich überhaupt nicht gesehen, dass die von links da vom Hügel kam. Hat uns den Arsch gerettet. Ja, kann man sonst noch sagen? Nö, das war's. Ich will Fußball gucken. Ach ja, stimmt. Frankreich führt mit 1-0. So! Was? Spoiler! Ich hab's auch gerade gesehen. Na gut, dann da wollen wir alle hin, dann machen wir es, dann bellen wir uns. Schnappst du dann Death Vader? Gut, ja, ich mach mich auch kurz. Ich war heute wieder beim Training sowie beim LB bei der Kavallerie dabei. Vor allem beim LB ist hervorzuheben, dass es heute eine sehr, sehr gute Absprache gab, was das Ganze anging. Die Kavallerie hat sich halt wirklich schön als die Chaos-Truppe wirklich gezeigt. Also wir haben auf jeden Fall bei dem Gegner ordentlich Chaos verursachen können und vor allem die erste Runde war sehr gut gespielt. Super, hervorragend, so sehe ich das auch. Wir kommen zu den Meldungen aus der Mannschaft, wer das sagen möchte, blockt oben. Geht dann Fußball, ich meine, oder schweigt für immer. Ach, und das ist der Oberleutnant Mike. Entschuldigung. Mikrofon aktiviert. Tut mir leid, ich würde noch eine Frage, eine habe ich noch. In der dritten Runde hat die Art hier ausgesehen, unsere Linie ja, zu breit geschossen. War das ein Fehler von uns oder war das aussehen ein Fehler von euch? Nein, Problem war, die Feinde hatten noch die Kartätsche geladen und wir wussten einfach nicht, was drin ist. Aha, okay, also war das Fehler beiderseits. Gut. Nee, war nicht eurerseits, das war einfach... Pech. Wir wussten nicht, was drin war und haben gut Glück drauf geschossen. Also, na gut, ist nicht so schlimm. Ich wollte bloß mal wissen, ob das unser Fehler war, weil wir Schussbahnen lagen oder ob andersrum. Können. Ihr wart vor der Kanone, also war es euer Fehler. So! Mikrofon muted. Alright, who's next? Jäger Siemers von Salzburg. Ja, ich mach's wieder kurz, weil Fußball. Ich hab's die letzten beiden Malen schon angesprochen. Mikrofon muted. Teamspeak, dann kann sich sie da anschauen. Dann muss jetzt mal. Contemplate Wiki. Wir haben durch. Fußballhundigen legt. Achso, das ganze Regiment fertig machen. Legt an in den Himmel. Auf ein gutes Line-Battle unsere treuen Verbündeten, die 5th KGL, sowie aber auch die 1st Brown, die uns immer sehr gut unterstützt, aber heute nicht hier ist. Einer von beiden. Und natürlich auf das zweite Leibregiment. Oh ja. Das war's, liebe Zuschauer, zur heutigen Runde Mountain Blade und Napoleon Wars, heute mit dem zweiten Leibregiment. Ich wünsche euch einen schönen Abend, viel Spaß beim Fußball und eine angenehme oder schöne Woche. Ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ist das laut? Das geht ja gar nicht. Und vergesst nicht, was ich immer sage. Haut rein! Tschüss! Gold, nochmal.